5 Tage zuvor im Gefangenenlager. Was? Oh Gott. Abhauen! Oh, da kann man schreien, wir müssen in die Hütte. Oh oh. Und jetzt? Nach unten. Einzigste, was geht. Ich hoffe, die kommen hier nicht rein. Oh Gott. Ich bin nicht da. Raus. 9. Mai 1916, Gefangenlager Frankreich. Okay, dann verstecken wir uns mal. Wenn er wegguckt, gehe ich hier rüber. Warte mal kurz. Siehst du mal. Zeltplane. Aha. Okay. Die Zeltplane war der Rückzugsort für den Soldaten. Oftmals bauten die Soldaten die Zelte nicht auf, sondern rollten sich in der Plane ein, um trocken zu bleiben. Zusätzliche Kleidung hätte die Bewegung der Soldaten nur behindert und sie in Gefahr gebracht. Gut. Gut, dass wir das auch noch gefunden haben. Und wenn er dann wegguckt. So. Danke, dass du auch wegguckst. Okay. Wie sieht's hier aus? Da, verdammt. Mist. Okay, das geht nicht. Ich muss ein bisschen früher, also wenn er jetzt sich umdreht und losläuft, nicht anfangen. Geh dich! Geh dich! Ich kann nicht? Was? Leg dich doch! Okay, dass er uns jetzt nicht gesehen hat. Aber irgendwie dreht sich das Ding nicht so richtig. Mit dem Rad. Okay, hier ist eine Scheune. Oh Gott. Hier auf dem Baum. Dann kommen wir jetzt hier auf den Baum. Okay, wer hat das jetzt gebaut? Hä, hier sind Äpfel. Ach ja. Oh Gott, oh Gott. Zu spät gedrückt. Tut mir leid. Ich musste niesen. So, und die sind jetzt abgelenkt. Ich hoffe mal, die sind dann genug abgelenkt. Dass wir hier die Scheune öffnen können. Öffnen, nicht schließen, öffnen. Was ist denn jetzt, wie weit man das jetzt? Ah. Weiter geht nicht. Ein irgendwas. Armeeinterne Korrespondenz. Okay. Eine besondere Karte, die es den Soldaten erlaubte, einander Nachrichten zu senden. So konnten sich Brüder miteinander unterhalten, obwohl sie nicht am gleichen Ort stationiert waren. Wenn eines oder mehrere Familienmitglieder starben, stand die Ausmusterung nicht zur Auswahl. Manchmal wurden alle männlichen Mitglieder einer Familie ausgelöscht. Okay, dann müssen wir also hoch. Oh, was haben wir da? Ein Seidenschneider. Jetzt können wir hier raus.
Können wir die Drähte zerschneiden, bestimmt. Schaffen wir das? Das packen wir. Schneller, mach auf. So. Rennen. Ah, ein Fell. Okay. Ziegenfell. Die Soldaten hüllten sich in alles, was verfügbar war, um sich in den Gräben warm zu halten. Tierfelle von Ziegen oder Schafen boten hervorragenden Schutz. Mhm. Bin ich da? Ach. Mist. Jetzt brauchen wir diese Flaschen da oben. Rennen. Und nimm dir eine Flasche und renn weg. Puh. War doch noch gut. So. Oh, da hinten ist eine Vogelscheuche. Ah ja. Okay. Durchs Maisfeld. Jetzt gehen wir zurück. Aber da liegt was noch. Nein. Das hin. Britisches Magazin. Das Magazin London Opium, oder? Ermutigte britische Zivilisten, sich freiwillig zu melden. Auf der Titelseite prang das berühmte Plakat von Lord Kitchener, dem Verteidigungssekretär, der die Briten mit seinem stechenden Blick, der einen überall hin folgt, ermahnt, sich freiwillig zu melden. Mhm. Briten... Warns you. Aha. Ja, gut. Aber wir sind immer noch auf der Flucht. Wir dürfen keine Magazine lesen. Und zurück. Ach komm schon. Muss das immer so sein? Hat sich angerufen, also dass eine Nachricht kommt. Oh, Schafe, okay. Oh Gott. Ja, wie jetzt? Nein, nicht zurücklaufen. Okay. Hey, da hinten ist eine Stadt. Okay. Oh Gott. Okay, also es kommt jetzt das Kind von ihm, also wenn es jetzt wieder weg ist, dann renn ich los. Und los. Oh, ich weiß es nicht, wo die, hier ist einer. Mit Deckung. Hier liegt was. Ah, Hosenträger. Das muss für jeden Soldaten. Zu dieser Zeit waren sie die populäre Alternative zu Gürteln und boten selbst bei Schlammverkrusteten Hosen Halt.
Der Mann, der diese Paar zurückließ, hat sicher einen guten Grund. Er hatte sicher einen guten Gürtel, nicht Grund. Ja, gut, das war auch ein guter Grund. Ah, ja, gut. Rennen um dein Leben. Oder auch nicht. Okay. War es das? Nein. Scheune. Hebel. Nee, das warum ist... So war das. Also ist er gar nicht gestorben. 15. September 1916. Die blutige Schlacht an der Somme tobte weiter. Etwa 1 Million Soldaten starben oder wurden verwundet. Freddy wurde von den Briten eine neuartige Kriegswaffe anvertraut, die einen bedeutenden Fortschritt in diesem festgefahrenen Krieg darstellte. Doch auch Baron von Dorf setzte auf diese Schlacht, um bei seinen Vorgesetzten zu glänzen. Okay. Panzer gegen Panzer, oder wie? Hab ich gar nicht gelesen, wo wir sind. Die Schlacht an der Somme, ah ja. Somme, ja. Mit einer Großoffensive versuchen die Briten, die Deutschen von Verdun abzulenken und einen entscheidenden Durchbruch zu erringen. Am 15. September 1916 wurden erstmals Panzer im im Kampfhandlungen verwickelt. Von den insgesamt 49 Mark I waren nur 18 einsatzbereit und nur 5 konnten die deutschen Linien überwinden. Ende November 1916 wurde die Offensive abgebrochen. Insgesamt hatten 56.000 Deutsche, 420.000 Briten und 195.000 Franzosen ihr Leben verloren. Eieiei. Und das nächste. Britischer Panzer Mark I. Der Mark I gilt als erster einsatzfähiger Panzer und wurde unter größter Geheimhaltung entwickelt. Da die Briten vorgaben, sie wollten damit die Russen mit Wasser versorgen, wurden sie Tank getauft. Die 8-köpfige Besatzung hatte Schwerstarbeit zu leisten, da der Panzer äußerst schwierig zu steuern war. Punkt. Die ersten in Dienst gestellten Modelle des Mark I hatten jedoch eine große psychologische Wirkung. Beim Eintreffen dieser Metallmonster leerten sich die Schützengräben schlagartig. Aber meistens blieben sie liegen oder wurden von der deutschen Artillerie zerstört, bevor sie ihr Ziel erreichten. Der Mark I. Hier müssen wir jetzt wohl rein. Ja, hier steht auch noch einer. Okay, also wir müssen wieder vertraut machen mit der Steuerung. Gut so gekommen. Hey! Nein, so kann ich nicht schießen. Ich hätte hier vorfahren müssen. Das ist ein Bomber. Bleiben wir hier stehen. Und so, wie ist das? Weil immer wenn eine Erhöhung ist, dann kann man nicht besser schießen. Ich lasse mal die Kanone so nach oben. Oho.
läuft doch ganz gut. Oh, Bomba. Aber noch kommen sie nicht, sonst hätten wir eine größere Sicht. Oh Gott. Die hätten auch die Brücke kaputt machen können. Ach nein. Super. Na ja, gut, weiter brauchen wir nicht. Wir müssen also wieder nach unten. Oh Gott. Okay. Was haben wir hier? Ach, das ist wirklich was. Telegramm aus Neuseeland. Es ist ein Junge, Stopp. Brain, Stopp. Mutter und Sohn, okay, Stopp. Vermisse dich, Stopp. So von Telegrampe geschrieben, okay. Toll, den Deutschen können wir nicht hinterher, aber das sollten wir ja auch nicht tun. Und so ging das mit der Lunte. Gut, das ist die einzige Möglichkeit, die ich jetzt gesehen habe. Was passiert eigentlich? Das will ich jetzt mal testen, wenn ich das hier hinschmeiße. Das ist jetzt nur zum Testen, ob das auch funktioniert. Ja. Es funktioniert also doch. Gut. Wollte ich testen. Aus, aus. So. Also, los geht's. Was müssen wir machen? Ich würde sagen, da hochschmeißen. Aber das geht nicht. Okay, also müssen wir erstmal die Kiste da holen. Die mir am besten nicht auf den Kopf fallen lassen. So, okay, dann. Ja, gut, dann. Geht das doch, ne? Hier hoch. Und dann hier oben rein. Wing. Okay, da haben wir den. Wir haben ja eigentlich immer da ein Loch, bitte. Gucken wir mal, ob wir einen mitnehmen können. Hm. Ach, mein Panzer lebt noch, oder? Nee. Der ist kaputt, definitiv. Ach, die mögen uns, gut. Gut, wir haben ja den ihr Leben gerettet, kann man sagen. Die kaputt machen können wir nicht. Jetzt geht er kaputt. Okay. Wieso muss eigentlich immer eine Schlacht im Regen da stattfinden? Yeah. Ich bin gerade noch so getroffen. Boah. Knapp. Ganz knapp. Du hast einen Trophäe erhalten. Super. Zum Angriff! Epischer Kampf, oder wie? Das wurde aber auch langsamer Zeit. Zeitlupenkampf, los geht's. Nach all den Niederlagen und verlorenen Schlachten entzog der deutsche Generalstab Baron von Dorf das Kommando.
und entfernte ihn von der Front. Für ihn ein Schicksal schlimmer als der Tod. Zum Glück